also kann man schon sagen, es ist schon... Was? Ich hab nicht zugehört, was knabbert die eigentlich dort in ihrem Video? Das ist mir total egal. Wir sind jetzt angekommen, haben uns gefunden und jetzt machen wir uns hier zum Abend mal wegen hier unseren Hintern rausstrecken. Es ist gleich zu Ende, die Rolltreppe. Oh Gott. Wird mein Jahr. Ich mache wieder YouTube-Videos und ich veröffentliche meinen New Adult Roman, den ich schon geplottet habe. Es geht um eine Bodybuilderin und um einen Balletttänzer. Und der Balletttänzer hat natürlich ein düsteres Geheimnis und ihre Welt gerät aus den Fugen. Sind die auf dem College? Ja, natürlich. Und er hat gemeißelte Wangenknochen. Wie viel Sekt hattest du schon? Eine. Ach so. Als Justine Schütze, ich bin auch Schütze, Journalistin und Skeptikerin, bin immer skeptisch, ihre Jugendliebe Nick Wassermann, Schauspieler, Idealist wieder trifft, könnte das Schicksal sein. Ah. Sehr gut. Mehr müsst ihr selber lesen. Super. Pizza, Nudelpizza, alles Pizza. So, ich sehe etwas zerzaust aus und habe meinen Schlafanzug an, aber ich habe auf Instagram Nachfragen zur Messe gefragt, weil ich das alles in meinen Vlog packen wollte. Melly und ich sind hier in unserem wunderschönen Airbnb angekommen und jetzt nehme ich mir mal die Minuten hier, habe hier die Fragen und es geht auch einfach direkt los. Die erste Frage, die auch mehrmals kam, war auf der Messe gekaufte Bücher und wie das alles rund ums Kaufen und Bücher und ob man welche umsonst kriegt und so weiter geht. Ich habe hier zwei Bücher im Moment, super geplant. Diese beiden habe ich heute bekommen. Das eine heißt hier 10 Blind Dates für die große Liebe von Ashley Elston. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Die Stimme aus dem Off. Das ist tatsächlich eins der ersten Male, dass irgendjemand mir beim Videos machen so halb über die Schulter guckt, weil Melly sitzt hier außerhalb des Bildes am Tisch und isst noch den Rest Salat und Pizza. Da geht es um ein Mädchen, deren Herz gebrochen wird und ihre Oma, soweit ich es verstanden habe, arrangiert ihr 10 Blind Dates in 10 Tagen. Und ich stelle mir das ziemlich witzig vor. Das ist hier dieses. Das habe ich als Rätsel-Exemplar sozusagen bekommen. Und dann habe ich hier noch eins. Scandal, whatever, die Prinzessinnen von New York von Anna Goldbergen. So sieht das aus. Und ja,
Jetzt geht's hier um Mädels, die in schönen Kleidern nächtelang feiern, um irgendwelche Geheimnisse, Love Story und so weiter. Mal schauen. Sieht sehr schön aus, finde ich. Genau, und es ist generell so früher gewesen, dass man nur Sonntagsbücher kaufen konnte auf der Messe, aber inzwischen kann man jetzt Samstag und Sonntag Bücher kaufen. Eigentlich kriegst du auch nicht die ganze Zeit einfach irgendwas umsonst. Also ich bin ja immer als YouTuber sozusagen da, also warum mache ich so, ich bin ja als YouTuber da, heißt, wenn ich natürlich ein Rezi-Exemplar haben möchte von einem Verlag, wo ich vielleicht eh schon Kontakte habe, kann ich das natürlich auch anfragen. Das macht halt jeder unterschiedlich für sich. Ich habe mir halt vorgenommen, nicht jetzt von der Messe irgendwie, weiß ich, mir 30 Bücher zu kaufen und noch 20 anzufragen, sondern einfach wirklich die Momente so zu genießen. Als Messebesucher, wenn man sich ein Ticket gekauft hat und eben Samstag und Sonntag da ist, kann man Bücher kaufen an den Ständen. Es sind ja eben auch viele Autoren da. Man kann natürlich auch Bücher mitbringen, wo man sagt, ich will die signiert haben oder so. Und so funktioniert das auf der Messe. Es ist aber nicht so, dass du durch die Hallen ziehst und ein Buch nach dem anderen gratis bekommst. Das ist immer so ein Irrglaube irgendwie, den viele haben. So ist es natürlich nicht. Und die Bücher sind natürlich auch nicht günstiger oder so. Denn es gibt halt einfach in Deutschland das Buchpreisbindungsgesetz. Und das setzt natürlich auch da nicht aus, welche Autoren da sind und welche Stände man gesehen haben sollte. Wenn du dieses Video siehst, ist die Messe ja nun schon vorbei. Aber es waren jetzt, also wenn ich dieses Video drehe, ist Freitag, viele Autoren sind eigentlich da. Jussi Adler-Olsen ist da gewesen, Ava Reed ist natürlich da, ganz viele Autoren vom Drachenmond Verlag und vom Sternsand Verlag. Wer ist denn noch alles da, Melli? Rita Falk war da. Rita Falk, total viele, das kann ich gar nicht alles auflisten. Sebastian Fitzek, Vincent Kliesch auch, glaube ich, ne, ja, oder? Ja, Dings. Markus Heitz ja. Ist immer da. Also, das heißt immer, der ist immer da. viele. Also, es sind wirklich international bekannte Bestseller-Autoren da. Du musst dich einfach vorher mal ein bisschen informieren. Steht alles im Messeprogramm. Kann ich dir jetzt nicht alles wiedergeben, aber wirklich viele Autoren, mit denen du dann eben auch einfach mal quatschen kannst. Wir waren beim Koppenrad-Blogger-Treffen und da war zum Beispiel Terry auch da. Die durfte ich ja vor 2 Jahren mal interviewen und es ist einfach immer schön. Hast du Sebastian Fitzek schon gesehen? Nein, den sehe ich auf der Buchmesse eigentlich nie. Ich glaube, ich habe ihn letztes Jahr einmal gesehen, als er so vorbeigeleitet wurde. Es ist so unfassbar voll, wenn Sebastian Fitzek irgendwo ist. Und da ich ihn bei Lesungen und jetzt eben auch durch Interviews von der Arbeit oder so öfter schon gesehen habe, habe ich dann keinen Bock, mich 3 Stunden anzustellen. Deswegen habe ich ihn nicht gesehen bei der Messe. Genau, wie kommt es, dass du schon vor dem Wochenende zur Buchmesse kannst? Es ist ja so, dass sich Blogger, wie du vielleicht siehst, wenn du mehreren Buchleuten so irgendwie folgst, sich als Presse einfach akkreditieren können für die Messe. Denn ich berichte dir ja auch davon, habe Termine mit den Verlagen und so weiter und so fort. Deswegen bin ich ein sogenannter Fachbesucher und deswegen kann ich rein theoretisch jeden Tag, wo die Messe ist, auch hin. Und ich bin halt Freitag und Samstag da. Aber rein theoretisch hätte ich auch schon Mittwoch hinfahren können. Genau. Bekommt man bei den vielen Menschen genug zu sehen? Wann sind die besten Zeiten zur Messe zu gehen und wie viele Stände schafft man? Auch diese Fragen kamen oft, also auch in abgewandelter Form. Aber das Ding ist, dass die Messe natürlich sehr, sehr, sehr voll ist. Wenn eben alle rein dürfen sozusagen. Es ist so schon, ja, manchmal ganz gut gefüllt, wenn nur Fachbesucher rein können. Aber wenn natürlich für Besucher offen ist und sich alles ja irgendwie zusammenballt am Samstag und am Sonntag, dann ist es schon unfassbar voll, kann ich nicht anders sagen. Muss jeder für sich entscheiden, ob er das mag. Es ist ein Gedränge, oder Melli? Also kann man schon sagen, es ist schon... Was? Ich hab nicht zugehört, was knabbert die eigentlich dort in ihrem Video? Das ist mir total egal. Also bei der Messe jetzt, wenn man Samstag und Sonntag hinfährt... Ja. Was wollte ich denn jetzt eigentlich fragen? Es ist ein ziemliches Gedränge. Es ist Gedränge, oder? Ja, ja, also, auf jeden Fall. Sehr. Ist halt, finde ich, immer so schwierig, weil ich, also wir finden halt... Ja. Wenn man nur gucken will, dann ist es schwierig. Ja, also wir lieben halt so dieses Treffen einfach mit anderen
Leuten, mit Zuschauern, mit anderen Bloggern, mit den Verlagsmitarbeitern, vielleicht auch mit Autoren, wenn man Termine hat. Das ist halt so ein Gesamtpaket. Ich glaube, wenn man wirklich nur gucken will, ist es echt schwer Samstag und Sonntag, weil es sehr voll ist. Deswegen ist auch die Frage schwer zu beantworten, wie viele Stände man eben schafft. Also wir sind heute, also in der Frankfurter Buchmesse ist es so, dass sich viele große Verlage, die uns halt so interessieren, sei es Arena, Carlsen, Koppenrad, DTV, HarperCollins, was habe ich jetzt alles noch vergessen, Oettinger, alles, was man sich so vorstellen kann, Drachenmond Verlag und Co., die sind halt alle in einer Halle, Halle 3. Und dadurch konzentriert sich auch die Menschenmasse eben auf Halle 3. Und wir sind da, ich würde sagen, insgesamt schon so 2 Stunden rumgeschlendert, um uns alles anzugucken. Wir sind jetzt nicht so, dass wir bei jedem Stand alles antatschen. Ich meine mit wir immer, Melli und mich. Wir gucken halt und wenn wir irgendwo gucken wollen oder einen Klappentext lesen wollen, dann gucken wir uns das halt an. Aber ansonsten schlendern wir tatsächlich eher so durch. Aber wie gesagt, freitags ist es auch deutlich leerer als Samstag. Deswegen kann man so eine generelle Antwort eigentlich gar nicht geben. Ich denke mal schon, wenn man da Samstag hingeht, dass man dann auch die Halle 3 halt schafft, was man sehen will. Was ich halt echt gut finde, ist, wenn man sich vorher einen Plan macht, was man alles sehen will. Achso, ich dachte, jetzt kommst du hier mit hin. Und die besten Zeiten zur Messe zu gehen, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, dich als Presse zu akkreditieren, weil du auch bloggst oder so, kann ich dir das raten. Weil Samstag und Sonntag ist voll. Und zwar von morgens bis dann die Messe schließt. So. Kann man an Ständen Bücher kaufen? Habe ich schon beantwortet. Ja, Samstag und Sonntag. Auf was oder wen freust du dich am meisten? Welche Stände würdest du empfehlen? Ich freue mich tatsächlich auf meine ganzen Booktube- und Instagram-Kollegen immer sehr. Ich freue mich, Zuschauer zu treffen. Ich freue mich sehr darauf, auch die Verlagsleute, die ich vielleicht noch nicht persönlich kennengelernt habe, kennenzulernen. Ich liebe den Koppenrad-Stand. Das ist immer mein absolut liebster Stand. Carlsen denkt sich auch immer sehr, sehr, sehr schöne Sachen aus. Also beispielsweise diesmal gab es eine Harry-Potter-Treppe, also auf den Schrank unter der Treppe einfach, wo diese Bücher drin waren. Ich blende entweder hier was ein oder ich habe es auch erst gefilmt und Fotos und so weiter. Ich packe das irgendwo alles hin, wo es passt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was ich auch immer sehr schön finde, ist der Drachenmond-Verlagsstand, weil Autoren dort sind. Du siehst diese ganzen geilen Poster von den Covern im Hintergrund. Du hast sehr viele... Entschuldigen Sie mal! Ich mach hier was! Hast du den Zeh gebrochen? Nein! Nur so ein... Wie gesagt, die ganze Halle 3 lohnt sich einfach. Ich liebe das auch. Die Schokolade ist jetzt wichtig. Die ist jetzt offen. Ich liebe auch den Arena-Stand immer sehr. Der ist so ein bisschen verschachtelt. Du kannst hinter die Regale laufen und so weiter. Beim Koppenrad-Stand ist es halt so, dass du nicht nur die wunderschönen Bücher hast, die optisch schon was hermachen, sondern eben auch so viele Sachen drumherum, sei es irgendwelche schönen Stifte oder Kerzen oder Notizheftchen, irgendwelche Porzellansachen. Es ist einfach immer so schön. Und bei Carlsen eben, wie gesagt, diese Harry-Potter-Treppe, wo du den Schrank unter der Treppe hast. Du musst es für dich selbst entdecken. Aber die Stände sind wirklich für mich immer ein absolutes Muss. Wie ist das Klima dort? Fitness- und Foodmessen sind beispielsweise recht schwierig. Also sagen wir so, ich finde, dass das Klima an sich sehr schön ist. Ich freue mich auch immer sehr, dass die meisten Menschen auch tatsächlich höflich miteinander umgehen. Manchmal, wenn es darum geht, Autogramme zu kriegen oder irgendwas abzustauben, wird auch mal ein bisschen so der Ellbogen ausgefahren, würde ich mal sagen. Aber ich finde, eigentlich ist es ganz angenehm. Was ist deine Meinung dazu? Ja. Was habe ich hier noch? Wie bekommt man fast zeitgleiche Signierstunden unter einen Hut? Das ist tatsächlich schwierig und es kommt darauf an, welche Autoren diese Signierstunden geben, denn es sind unfassbar lange Schlangen. Wenn die wirklich zeitgleich sind, würde ich sagen, teilt euch irgendwie auf, ja? Also wenn du halt zu zweit dahin gehst, dann muss der eine dahin und der andere dahin.
wenn das eine jetzt eine halbe Stunde früher zum Beispiel anfängt als das andere, muss der eine sich bei dem einen anstellen und dann hoffen, dass er, wenn er rüber rennt, ja, bei dem anderen auch noch jemanden erwischt. Aber ansonsten, glaube ich, ist es zeitlich nicht wirklich zu schaffen. So, dann kam auch hier noch die Frage, wie oft warst du schon auf der Frankfurter Buchmesse? Jetzt als YouTuber war ich das dritte Mal auf der Frankfurter Buchmesse, weil ich mache jetzt seit fast 3 Jahren eben YouTube-Videos. Ich auch. Wow, Dezember. November. Oh Mensch, das gibt's wohl nicht. Müssen wir uns einen Kuchen schenken. Ja. Davor war ich aber auch schon 2 Mal in Frankfurt, also 5 Mal insgesamt dann. Genau, 5 Mal. So, welche Neuerscheinungen gibt es? Naja, das kann ich jetzt wirklich nicht alles hier beantworten. Das ist natürlich viel zu viel, weil jeder Verlag natürlich auch sein neues Programm vorstellt. Kann ich dir nicht sagen. Das Lustigste, was du gesehen hast, was dir passiert ist, war... heute, was war das Lustigste? Ist jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Das Lustigste... Wir haben so einen komischen, also manchmal laufen da so verkleidete Menschen rum, die halt so komplett riesige, also ich meine jetzt nicht Cosplay-Kostüme, sondern ich meine so diese, der also war verkleidet wie so ein Löwe, weißt du, mit so einem riesen Kopf. Und Melly und ich finden sowas übelst gruselig. Wir waren halt selber schon verkleidet. Was? Heiße Kätzchen. Wie viel Geld braucht man eigentlich für so ein Messewochenende, Bücher ausgeschlossen? Das ist eine Frage, die ja nicht gerade unwichtig ist und die sich viele stellen. Es ist teuer. Punkt. Kann man nicht anders sagen. Melli hat uns hier ein Airbnb gemietet, was wirklich, finde ich, noch bezahlbar ist. Wir hatten davor sogar eigentlich eins gemietet, was ich glaube 30 Euro pro Nase die Nacht gewesen wäre. Da kannst du nichts sagen. Wenn du aber ein Hotel buchst oder so oder vielleicht auch Pech hast einfach bei Airbnb, zahlst du Unmengen an Geld. Also ich habe letztes Jahr insgesamt, ich habe eine Nacht in so einem wirklich billigen, also nicht preislich billig, sondern so wie es aufgemacht war, billigen Hotel geschlafen und ich habe die Nacht 110 Euro bezahlt. Das ist unfassbar, ne? Aber es ist halt so, weil die natürlich die Preise um die Buchmessenzeit extrem anheben, genauso was auch Züge oder Flüge angeht. Ich habe jetzt, lass mich nicht lügen, ich habe 60 Euro bezahlt für die Unterkunft hier für eine Nacht. Ist auch schön hier. Ich habe dann, warte mal, 40 Euro für den ICE, der morgen zurückgeht, inklusive Sitzplatzreservierung. Also sind wir schon mal bei 100 Euro. Plus 25 oder 30 Euro für einen Flixtrain. Also 130 Euro, sagen wir mal, um überhaupt hier hinzukommen und hier zu pennen. So, dann brauchst du ja auch noch irgendwas zu essen. Holst dir vielleicht bei der Messe auch noch was zu essen. Musst du auch nochmal draufschlagen. Kommt drauf an, was du machen willst. Und wenn du ja eben nicht presseakkreditiert bist, dann bezahlst du ja auch noch das Ticket. Ich bin diesmal finanziell wirklich sehr günstig für meine Verhältnisse weggekommen, weil wenn ich überlege, wie ich letztes Jahr schon allein für Flüge und das Hotel bezahlt habe, da war ich bei, ich glaube, 300 Euro oder so für 2 Tage. Das musst du dir überlegen, den einen Tag morgens hin, den anderen Tag abends zurück. Ist schon nicht billig, aber mir persönlich ist es das wert, weil ich einfach mich so auf die Leute immer freue und auf alles. Deswegen, ja, gebe ich dann auch dieses Geld aus. So, man kriegt natürlich auch das ein oder andere Goodie zugesteckt. Wir waren, wie ich ja eben schon gesagt habe, beim Koppenrad-Blogger-Treffen, wo einfach das Programm nochmal vorgestellt wird, wo du dich mit anderen Bloggern austauschen kannst. Und wir haben hier so ein Letterboard bekommen. Da kannst du einfach hier so, ja, hier hast du so Buchstabensets und so ein kleines Schweinchen und so. Das kannst du einfach hier schön reinstecken. Das haben wir bekommen als kleines Goodie. Warte, Mann, hab ich hier doch noch mehr eingepackt. An manchen Ständen kriegst du, Leseproben. Hallo, kannst du mal hier bleiben? Ich wollte es gerade zeigen. Mann, ich habe hier noch eine Schokolade, warte mal. Die war auch von Koppenrad. Warte, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leseproben. Und zwar habe ich hier einmal Show Me the Stars von Kira Mohn. Keine Ahnung, worum es geht, werde ich dann rausfinden. Opfer von Bo Svernström. Das hat Melli zu Hause und meinte, sie hat es noch nicht gelesen, aber irgendwie wollte ich dann gerne mal reinlesen. Oder vielleicht hat sie es auch schon gelesen, sie ist gerade auf Klo, ich weiß es nicht.
Die schönste und die traurigste aller Nächte von Maurizio Gomide. So sieht es aus. Oh, das spielt ja voll, das ist gar nicht, ja. Dann habe ich hier eine Leseprobe zu Die Arena von Hayley Barker. Ah, ich muss hier echt aufpassen, ne? Hier vor mir ist so eine Lampe. So sieht es aus. Und dann habe ich hier noch 5 Wörter für Glück von Ella Duff. So sieht es aus. Und zu guter Letzt Kalte Wasser von Melanie Golding. Habe ich mir einfach mal mitgenommen. Ich habe mir auch durchgelesen dann in der Leseprobe im Klappentext, Mann, worum es geht. Und die haben mich angesprochen. Rein theoretisch hätte ich aber locker noch ungefähr 8-mal so viele Leseproben mitnehmen können. Findest du an verschiedenen Stellen. Wenn sie alle sind, sind sie halt alle. Aber jetzt waren noch welche da. Dann kriegst du manchmal so irgendwie so Schlüsselanhänger, wenn du das haben willst. Und dann haben wir hier so ein Team Lux Button bekommen. Du kannst dir natürlich bei den Verlagen auch so ein Programm holen. Ich habe mir hier von Lux eins geholt und vom Sternsand Verlag. Und irgendwo hatte ich auch eigentlich eins vom Drachenmond Verlag oder ich habe es wieder zurückgelegt, ich weiß es nicht. Man konnte, wenn man sich für so ein Newsletter angemeldet hat, so ein Notizbuch bekommen. Das ist so, das kann man auch als so Bullet Journal oder wie das heißt benutzen. Da sind so Punkte auf jeden Fall drin. Genau, einfach so ein Notizbuch, das fand ich eigentlich ganz hübsch. Diese Karte finde ich richtig geil. Sieht man das? Das ist eigentlich schon wieder unscharf, keine Ahnung. America is great, Sweden is greater. Mann, das ist ja schon wieder toll, ne? Hier ist das Programm von Koppenrad drin. Und dann haben wir noch bei Thalia Bilder gemacht und hier ist so ein Beutel. Ja, so war das. So, jetzt ist Samstag, wir sind in den Tag gestartet. Melli hat sich gestern an so einem Bettfuß so doll ihren Zeh angestoßen, dass sie gar nicht richtig laufen kann. Wir haben den jetzt verbunden mit 2 Pflastern. Jetzt geht's wieder ein bisschen, aber so blöd kannst du gar nicht denken. Und wir machen uns jetzt fertig, frühstücken noch ein bisschen und dann geht's los zu Tag 2 auf der Messe. Das ist das, wovon ich gesprochen habe. Sie hat sich so krass daran gestoßen einfach. Wer baut denn auch sowas, oder? So, ich bin wieder in Berlin angekommen und es war das übelste Bahnchaos. Meine Bahn ist ausgefallen, die davor auch. Heißt, es gab einen Ersatzzug, was ja schon mal mega gut ist, muss man ja schon mal zugeben. Und diese beiden Züge sollten in diesen Ersatzzug gequetscht werden. Der Ersatzzug war natürlich nur ein halber Zug und oh, es war schrecklich. Man musste aufs andere Gleis rennen, so 2 Minuten bevor der Zug abfuhr und wir waren alle komplett durcheinander. Und dann habe ich im Abteil, wo ich dann stand, weil Sitzplatzreservierung ist dann natürlich weg, kannst du dir ja vermutlich denken, habe ich ein Mädchen getroffen und sie kam auch von der Messe. Und dann haben wir so ein bisschen gequatscht und auf einmal hieß es, alle, die halt rumstehen im Gang, weil kein Platz und so, sollen nach vorne in den Zug. Zur ersten Klasse ausnahmsweise, dort durften wir sitzen, obwohl wir vielleicht dafür gar nicht bezahlt haben, voll nett von denen. Und sie hatte halt irgendwie so 2 Taschen und ihren Koffer und kam damit nicht so ganz klar, weil wir sollten aus der Bahn raus und rennen. Und ich so, komm, gib her, ich helf dir. Dann sind wir zusammen gerannt und irgendwie schweißt sowas ja dann auch zusammen. Wir saßen dann vor der Toilette auf dem Teppichboden der Deutschen Bahn. Und sie musste dauernd aufstehen, wenn jemand auf Klo wollte oder vorbei. Das war ungefähr alle 3 Minuten. Man sollte es nicht meinen, aber es war so. Und sind dann natürlich darauf gekommen, dass sie auch bei der Messe war. Und sie war einfach niemand anderes als Steffs Books Jewels. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich verlinke einfach vielleicht ihren Instagram-Account oder so mal hier drunter. Jedenfalls haben wir uns dann über Gott und die Welt unterhalten. Und es war so richtig, richtig schön einfach. Und so eine magische Begegnung im Zug hat man ja auch nicht alle Tage. Da kommt nämlich auch gleich meine 2. Bahnbegegnung ins Spiel. Ich glaube, von der habe ich noch gar nicht erzählt hier in meinem Vlog. Ich bin auf der Hinfahrt auch in einem Abteil gewesen, wo mir gegenüber, als ich eingestiegen bin in Berlin, jemand saß, der hatte rote Haare und sah ein bisschen aus wie einer von den Weasleys. Und daneben saß ein Mädchen mit einem Harry Potter Shirt. Und diese Flixtrain-Abteile sind so ein bisschen älter und ich habe mich so voll gefühlt wie im Hogwarts Express. Und ich war so, habe ich auch in meine Story gepackt, vielleicht hast du das gesehen bei Instagram. Und irgendwann ist noch ein Mädchen dazugestiegen, ich glaube in Hannover war es. Und ich gucke irgendwann, ich penne immer im Zug, ja, mit Kopfhörern und bin ich halt da und höre Hörbücher. Und irgendwann gucke ich so auf mein Handy. Neben mir saß halt ein Mann und daneben saß eben das neue Mädchen in diesem Zug.
und gucke auf mein Handy und sehe, wie mir jemand bei Instagram geschrieben hat, ich glaube, ich sitze neben dir. Und wie eine Freundin von mir, die ich letztes Jahr bei der Buchmesse kennengelernt habe, mir bei WhatsApp geschrieben hat, hey, hier, meine Zimmerpartnerin sitzt bei dir im Zug, sag doch mal hallo. Es war der Knaller. Du glaubst nicht, wie klein die Welt ist. Und das sind so diese magischen Momente, die ich einfach immer nur bei dieser Messe erlebe. Und ja, ich habe so, so viele tolle Menschen getroffen. Ich habe ein paar Zuschauer getroffen. Ich blende alle Bilder, die ich irgendwie habe, hier auch mit ein in die Videos. Mal gucken, wo ich es mache, ob ich es hier mache oder woanders. Und ja, es war mega voll am Samstag und auch wohl am Sonntag. Ich war Sonntag nicht mehr da, aber es ist eine Vollkatastrophe, wie voll es am Wochenende ist. Ich hoffe, dass trotzdem jeder einfach diese Messe genießen konnte. Ich habe sie wirklich in vollen Zügen genossen und ja, Samstag war das Bookstagram und Booktuber-Treffen, wo ganz, ganz viele Menschen einfach da waren. Ich hatte noch zusammen mit Melli von Melanie Liest einen Termin bei Drömer und Knauer, wo wir das Verlagsprogramm vorgestellt bekommen haben, und bei Bastel Lübbe. Das war sehr, sehr schön. Und ansonsten haben wir noch Cupcakes bei Mein Wunder gefressen, haben James Trevino und Elizabeth Sagan gesehen. Das sind mega geile Bookstagrammer. Ich wackel schon wieder mit meinem Kopf, keine Ahnung wieso. Ich bin irgendwie fertig mit der Welt. Und ja, es war einfach wirklich, es waren zwei so intensive und schöne Tage, dass ich jetzt ja, total geflasht bin. Und ja, wollte ich mal jetzt hier so eine kleine Meldung verlauten lassen. Ja, so. Und jetzt hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat, dass du einen kleinen Einblick bekommen hast in die ganze Messezeit. Falls du auch bei der Messe warst, kannst du mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es dir gefallen hat. Wenn du nicht dabei warst, dann kannst du ja schreiben, ob dich vielleicht dieser ganze Spam auf Instagram auch irgendwann voll genervt hat. So ging es mir jedenfalls immer, wenn ich irgendwo nicht dabei war, dachte ich mir, ja, mach halt 300 Stories davon. Ja, genau. An dieser Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du hattest Spaß mit dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, hab es fein. Ciao.